Die Gewinner stehen fest. Ihr wolltet unsere Meinung? Hier kommt sie. Boom, boom. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen hier zu den, unserem Kommentar zum Spiel und Kennerspiel des Jahres 2024. Ja, die Gewinner stehen fest in der Mitte. Es ist Sky Team. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Ihr wolltet so ein bisschen unseren Kommentar, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, zu lesen. Kommt da eigentlich was von euch? Und ich dachte nur so, kann man machen. Ja, normalerweise schon. Da wird vielleicht auch nochmal was von Flo und Steffen in Form eines Shorts kommen. Vielleicht auch tatsächlich heute Abend schon. Ja, schauen wir mal, ja. Schauen wir mal, wie wir das einterminieren. Ja, so ein bisschen haben wir ja im Vorfeld gesagt, nach der Nominierung, hey, Sky Team, absolut cooles Spiel, aber wir haben es beide ins Kennersegment gepackt, glaube ich. Tatsächlich eher dort, ja. Wobei das Startding ist ja nicht so schwer eigentlich. Also ja, es passt schon in die Familie, vielleicht ein bisschen höher, aber ja, na, ist halt, glaube ich, hart an der Grenze. Ne? Das hier, gut, das ist schon fast Kinderspiel, ne? Captain Flip, passt in den Familiensektor natürlich ganz gut und Darwin hat eigentlich alles, was so ein Spiel des Jahres haben sollte. Wir haben es ja vorhin nochmal gewitzelt im Vorfeld zu diesem Video und auch Mareike hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Die Damen haben es ja in ihrem Speed-Dating angesprochen. Hey, Sky Team hat zwar Spaß gemacht, aber Zweispielerspiel für ein Spiel des Jahres fühlt sich komisch an. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Lädt man da dann zwei von der Familie aus oder braucht man dann zweimal Sky Teams, dass vier Personen spielen können? Ja, parallel. Ja. Ja, wer spielt besser oder wer schafft es oder wie? Oder man führt die Stewardess, hat man nicht mehr, noch mit rein, mit ein Flugbegleiterinnen mit ein oder Flugbegleiter. Vier-Personen-Variante. Richtig, die holen dann Kaffee aus der Küche. Nee, keine Ahnung. Mein Satz war tatsächlich, sie haben es also wirklich durchgezogen. Man hat ja immer wieder gehört, dass sie angemerkt haben, also wenn jetzt jemand sich über dieses Zweispieler echauffiert, für uns ist die Spieleranzahl egal. Wenn das Spiel gut ist, hat es auch dann das Zeug dazu, Gewinner zu werden. Ne? Und so haben sie es tatsächlich auch gemacht. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass im Vergleich zu den letzten Jahren, wo immer deutlich leichtere Spiele prämiert wurden, jetzt mit Sky Team tatsächlich ein doppelter Exot quasi prämiert wird. Zum einen ein Spiel, was vom Schwierigkeitsgrad deutlich höher ist als andere Preisträger, denkt man nur an Codenames, Just One, Dorfromantik, Cascadia, Azul. Da ist das definitiv über allen drüber. Selbst wenn es nur knapp ist, aber es ist drüber. Ja. So vom Gesamtding. Ja. Ja, auch Azul wenn vielleicht, auch schon, ja. Ja, aber Azul sehr schlanke Regeln hat, die schlanker sind als Sky Team. Und deswegen, und da nur die Tiefe dann beim Spielen entsteht. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man es erklärt bekommt. Glaube ich, ja. Ich konnte es Ines auch mit zwei, drei Sachen nachlesen, wo ich nicht mehr ganz sicher war, schnell erklären und spielen. Also der Einstieg war nicht so schwer, das geht schon. Ja. Wenn ich natürlich aber auf das achte, was das Spiel des Jahres, ausmacht genau, und was sich der Verein auf die Fahne schreibt, dann hätte ich ganz klar auf den Wegen von Darwin erwartet, weil das für mich genau das ist, was ein Gesellschaftsspiel auszeichnet. Ich reite jetzt bewusst auf dem Wort Gesellschaftsspiel rum, weil, wir haben vorhin gesagt, beim Abendessen, Sky Team, tolles Spiel, absolut grandios und verdienter Preisträger. Ich habe jetzt bewusst Preisträger gesagt, nicht Spiel des Jahres. Vielleicht wäre es hier einfach an der Zeit gewesen zu sagen, wir geben einen Sonderpreis für besonders empfehlenswert für zwei. Richtig, ja. Weil irgendwie hat man die Gesellschaft im Gesellschaftsspiel ausgesperrt, indem es halt bloß für zwei ist.
Ja, das ist ein bisschen ein komischer Move tatsächlich. Ja. Also ich bin ja tatsächlich jemand, der super gern Spiele zu Spieleabenden mitnimmt. Und gerade wenn jetzt ein Spiel Spiel des Jahres wurde oder Ja. Kennerspiel des Jahres, dann nehme ich das mit zu diversen Spielerunden und sage dann, hey, hier schon das Spiel des Jahres ausprobiert oder das nominierte Spiel ausprobiert. Ja, und Skyteam ist halt nie mitgewandert. Warum ist es nie mitgewandert? Ja, Das kann ich weißt einer Person zeigen. Was mache ich mit dem Rest, wenn wir zu dritt oder zu viert sind? Was mache ich mit denen? Man kann es Überbrückung zum Essen Zu vielleicht. dritt kann ich es ja noch Ja. teachen. Ja. Und die anderen spielen, Ja. aber wenn wir zu viert sind, dann guckt ja trotzdem noch jemand zu. Also, weiß Natürlich nicht. gibt es sehr viele Menschen, die mit ihrem Partner zu zweit spielen. Da ist es natürlich Ja, perfekt. Ja. Sonderpreis. Richtig. Ja, vielleicht. Ne? Also viele haben gesagt, hey, cool, dann kann Ja. man das ja zu zweit spielen, macht ja sehr viel Spaß und dann ist es auch ein sehr, sehr gutes Zweispielerspiel. Ja? Aber ja, wenn man das jetzt als Gesellschaftsspiel, wie du sagst, Familienspiel, ja. Was ich auch noch mehr anmerken möchte, ich finde es ja lustig, dass wir eigentlich so ein bisschen im Gegensatz zu vielen anderen stehen. Ne? Die meisten in der Community sagen, das ist geil, das hat so einen super Kniff, haben wir so oft gespielt. Darwin haben wir einmal gespielt, würden wir irgendwie nicht wieder auf den Tisch bekommen. Das habe ich so oft gehört und ich bin immer noch der Meinung, dass es eher andersrum ist. Ja, ich finde Darwin, ja, natürlich machst du dasselbe, ja, immer wieder und so, aber Ja, das ist was? alles so schön irgendwie verzahnt. Also für das, ne, was man da tut. Ja. Und ja, natürlich puzzelt man da so ein bisschen bei sich, aber es hat so einen guten Flow und so ein Feelgood. Das hat einen coolen Kniff, aber ich finde trotzdem, dass das sich eher abspielt als das hier. Deswegen finde ich das im Gesamtkonzept für das Spiel des Jahres hätte das eher reingepasst, das Kinderspiel und das hier Ja, als ja, Familienspiel. ja. Und das prämiert. Ja, viele loben ja jetzt den Mut der Spiel-des-Jahres-Jury, auch den Spielerinnen und Spielern da draußen mehr zuzumuten. Ja. Mir geht es am wenigsten tatsächlich um die Schwierigkeit, als tatsächlich, dass ich sage, zwei Spieler, ich störe mich tatsächlich ein bisschen Ist dran. komisch, Weil passt irgendwie jetzt nicht. denkt man wieder, Entschuldigung, ich weiß, ich sage immer am liebsten Oma Erna, vielleicht ist es auch der Opa Erich, Klaus oder Onkel Erich, Erich, ja, Opa genau. Erich. Opa Erich geht zu Weihnachten in einschlägige Kaufhäuser. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für diverse Kaufhausketten. Er geht in eine Kaufhauskette und kauft Spiel des das Jahres. Spiel des Jahres, und zwar schon seit 10 oder 20 Jahren Ja. für seine Enkel zu Weihnachten. Und jetzt gibt es eins mit Flugzeugen. Super. Voll cool. Er weiß genau, der Enkel mag Flugzeuge. Jetzt ist es aber bloß für zwei. Er hat aber drei Enkel. Die würden gern zusammenspielen. Ich stoße mich dran. Ich stoße Ja. mich dran. Ich finde es ein super Spiel. Gratulation und Glückwunsch und berechtigt Ja. prämiert. Aber ich finde es deprimierend für alle, die mehr als zwei sind. Ja, pass auf, die machen jetzt den Pebble drauf und dann machen sie für vier Personen. Ja, nächstes Jahr kommt Skyteam, die Vierspieler-Version. Genau. Könnte ich wetten. Also, Ja. ja, könnte man jetzt ewig drüber philosophieren und diskutieren. Ich glaube, es bringt nichts. Ja. Wir legen mal die hier Wir zur Seite wandern und weiter. gehen zu den Kennerspielen. So, kein eigenes Video. Okay, wir machen das. Ja. Ja, wir haben hier die drei Ist doch gar nicht so groß, wie ich es in Kino hatte. nominierten Spiele und in der Mitte den strahlenden Sieger. Emission. Auch hier Glückwunsch an Matt Leacock und den Co-Autoren, der mir jetzt Männerpass, Männerpass, Matteo Männerpass. Genau, Manpass, und Manpass. Schmidt-Spiele Ja. zum Preis. Auch hier tue ich mir schwer Ja. und sage lustigerweise, genau wie beim Spiel des Jahres, geht man nur von den Nominierten aus. Es ist für mich die schlechteste Wahl. Aus Gründen. Ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, Nein. dass ich persönlich ganz, ganz, ganz vorne, und irgendjemand hat es auch geschrieben, ich glaube im Chat, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe nur den Chat so halb verfolgt und leider nur das Video ohne Ton geguckt, weil ich im Restaurant saß zu dem Zeitpunkt der Auszeichnung. Verleihung, Und ja. irgendjemand hat geschrieben, ich drücke Matt Leacock die Daumen, aber für Zug um Zug, nicht für Emission. Irgendjemand meinte auch, hey, Zug um Zug Legacy, das ist das beste Spiel, was der Jahrgang rausgebracht hat. Und wenn ich so wirklich zurückschaue, was ich in den letzten Monaten gespielt habe, dann bin ich da genau an dem Punkt, dass ich sage, Zug um Zug, Legacy ist das beste Spiel gewesen, von denen ich gespielt habe, von den Neuheiten, im Gesamten. Ja. Ich habe es oft gespielt, nämlich die komplette Legacy durchgespielt. Theoretisch 12 Partien. Ja, Ich weiß ja nicht, ob es mehr sind oder weniger. hatte meinen Spaß damit. Die Ja. ganze Spielegruppe hatte ihren Spaß und wir haben darüber philosophiert, ob wir es uns nochmal zulegen und nochmal spielen. Wow. So, Ja. jetzt kommt der Punkt, dass jemand sagt, der Preis. Der Preis ist zu hoch.
Lag bei 120 Euro, glaube ich, auf das Spiel oder 115 Euro auf das Spiel. Ist happig. Ja. Yo. Inzwischen liegt das Spiel bei 99 Euro im Shop unseres Vertrauens. Spieltraumshop hat 99 Euro ausgezeichnet, leider aktuell nicht verfügbar. Es war aber, als es verfügbar war, noch bei 99 Euro. Mhm. Habe ich definitiv gesehen gehabt. Ich gehe fast davon aus, das wird auch der Preis sein, wenn es wieder verfügbar ist. Ja. Geht man davon aus, was man im Spiel dafür bekommt? Qualitativ, im Langzeitspaß und vergleicht das mit Emission? Hat man hier das günstigere Spiel. Ja. Weil das Emission bei 85 Euro liegt. Wir reden von 15 Euro Differenz. Und die Qualität ist so groß Unterschied. Ja. Und auch das, was man im Spiel an Material geboten bekommt, dass ich Plastik hin oder her, immer Zug um Zug den Vorzug gegeben. Vorzug. Gut, du kannst es nur theoretisch 12-mal spielen, wobei du dann ein Brett hast, was du weiterhin spielen kannst. Ne? Richtig. Und einen Punkt möchte ich noch loswerden. Zug um Zug war schon Gewinner des Spiel des Jahrespreises. Ja. Es gibt sehr viele Zug um Zug-Fans da draußen. Und Zug um Zug Legacy ist genau das, was die Zug um Zug-Spieler brauchen, um den nächsten Schritt in der Komplexität zu gehen. Es hat das, was ein Kennerspiel quasi haben sollte. Alles dieses einen Schritt weitergehen. Ja. Und das in Perfektion. Ja. Das stimmt schon, aber es ist halt ein Zug um Zug, was halt schon so bekannt ist, ne? Sag ich mal. Das ist vielleicht so ein Ding, wo ich sage, das ist jetzt so wie Pandemic Legacy nach dem Motto nominiert. Und ja, da gehe ich in den gleichen Punkt. Warum hat man hier keinen Sonderpreis gegeben? Richtig, das wäre eher was gewesen. Also ich finde Zug um Zug eigentlich ein schlechter Kandidat für eine Nominierung. Das ist eher wieder wie bei Sky Team, eher Sonderpreis. Ein Sonderpreis. Wie es damals Detective war oder Times, nein, Time Stories hat aber halt. Time Stories hat einen Sonderpreis gekriegt, ja. Genau, ja. Also das sind so Spiele, die halt was. Ja, nicht Time Stories, Unlock. Unlock war es, ja. So. Unlock. Time Stories war wirklich nominiert. Und da denke ich mir, ja, da hat man dann schon irgendwie so ein interessantes Gesamtkonzept, ja, was halt funktioniert. Und im Vergleich zu dem hier, aber was ist mit dem hier? Ja? Stellst mal so halb raus, dass wir so nach und nach. Also, genau, das wollte ich sagen. Ja. Innovativ ist das, was da drin passiert, ein bisschen, aber es bleibt ein Zug um Zug, was ein simples Spiel ist. Ne? Hier hast du so ein bisschen dieses Karten anlegen und so ein bisschen andere Vibes, was ein cooler Mechanismus ist, der wahrscheinlich erfrischend genug war und damit die Jury gesagt hat, ja, okay, das überzeugt uns mehr als vielleicht auch hier, was ja eigentlich ein Flip-and-Ride ist, Flip-and-Build dann dadurch. Ne? Genau. Wobei ich diese Idee eigentlich mit diesen Scouts, die da entlang laufen, das ist mal was anderes. Das hat sich irgendwie cool angefühlt, ja. Deswegen fand ich das auch irgendwie originell. Also irgendjemand hat es treffend formuliert. Die Gilde der fahrenden Händler war letztes Jahr, als es rausgekommen ist, kurz in aller Munde. Jeder hat drüber geredet. Viele Leute haben es hochgejubelt ohne Ende. Mhm. Und so wie es kam, ist es wieder verschwunden. Ja, und auf einmal taucht es wieder in der Nominierung auf. So, hä? Wo kommt das denn her? Also das ist, war witzig, irgendwie so, wie man es gesehen hat. Unschwer zu bekommen, Steffen hat es in seinem Aufgetisch gesagt. Ja. Ich glaube, das letzte Exemplar in der Spielepyramide haben wir abgestaubt. Das ist bei vielen Spielen aktuell so, ne? Die du nicht kriegst. Aber jetzt kommen wir zum Preisträger, oder? Ja. Da stelle ich mir die Frage, warum. Ja, also das war wirklich so erstmal, was, das ist nominiert? Okay, das gewinnt aber nicht, oder? Das gewinnt noch, ja, war ja klar irgendwie, dass es gewinnen wird, weil das, was man am wenigsten denkt, oder man ist so, ja, man hofft, dass das ist, aber wahrscheinlich wird das. So war das bei mir irgendwie. Und ich habe es befürchtet, dass es das wird. Ich habe mit Gilde der fahrenden Händler gerechnet. Ja, Warum? Weil ich dachte, das wird zu teuer sein. Zu teuer? Zu viele Mängel? Ja. Dann wird es das. Ja, so habe ich auch ein bisschen spekuliert. Und dann hat man irgendwie so die ganze Zeit, ja, und das und oh, das und ist Umwelt so grün. Das ist so grün. Und dachte ich so, oh Gott, sie fahren den Zug. Und es wurde doch so, ja. Ja, schwierig. Also, als ich die Nominierung geschaut habe, habe ich es ja auch nur einmal gespielt. Und das war desaströs so ein bisschen das Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, nee, also das hat es nicht verdient. Gut, wir haben es ja jetzt nochmal gespielt. Ich habe es solo gespielt und da kommt auch ein Review von uns. Ihr dürft euch freuen. Ah ja, stimmt, das kommt ja später. Und da hat es mir natürlich, Spoiler Alert, ein bisschen besser gefallen natürlich. Man hat gemerkt, ah, okay, ja, es funktioniert ja doch irgendwo irgendwie. Aber das Gesamtkonzept, ja, ist eher so hier. Ja, so, das ist so das Negative und das ist das Gute. Und das überwiegt einfach zu wenig. Und da denke ich mir, das ist für mich zu wenig für einen Gewinner. Ja.
Also zu wenig Positives für einen Gewinner. Und irgendwie sind die Mängel in der Qualität so gravierend für mich. Und die Tatsache, dass die Spiel des Jahres Jury Emission jetzt prämiert hat, ist für mich gefährlich. Der Freifahrtschein für Verlage, qualitative Scheiße abzuliefern. Entschuldigt meine Wortwahl, aber es ist für mich der Freifahrtschein, die Legitimation, dem Kunden qualitativ mangelhaftes Material vorzusetzen und zu sagen, warum? Das ist nur deswegen so schlecht, weil wir grün produziert haben. Ja, so das ist Greenwashing vom Feinsten. Das ist umweltfreundlich und Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Also ich könnte mich tatsächlich deswegen, ein bisschen wie Greenwashing. Deswegen kann ich mich so drüber auslassen und aufregen, weil ich sage, das ist die Legitimation. Ich habe zwei Exemplare Emission in der Hand gehabt. Beide haben eklatante Mängel bei den Playerboards. Ich verstehe das nicht. Bei einem Playerboard schlecht geklebt, beim nächsten Playerboard matcht es nicht richtig. Das dritte ist akzeptabel und das vierte, wenn man viel drückt, ist auch akzeptabel. Super. Zwei mit Abstrichen also, akzeptabel und zwei zum Davonlaufen. Und das wird quasi als grün und toll und Umwelt. Ja, Moment, langsam. Bevor jetzt jemand sagt, ihr habt doch den Knall nicht gehört. Wir predigen seit Jahren inzwischen vom Brettspiel Lufti. Ja. Und sagen, weniger Luft in die Box. Das ist Verschwendung. Für den ökologischen Footprint ist das zum Kotzen. Weil quasi bei einem Transport Luft transportiert wird. Und Luft braucht auch Containerplatz. Und Container, egal. Lassen wir uns nicht weiter drüber aus. Ja, wir sind auch bereit, ich spreche jetzt mal für mich, ich bin bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn lokal produziert wird und wenn entsprechend Rücksicht darauf genommen wird, was für Rohstoffe verwendet werden. Ja. Recycling und so weiter. Bin ich gern bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Dass der Preis hier zu hoch ist, ist ein anderes Thema. Aber ich möchte trotzdem nicht noch zusätzlich zum höheren Preis Qualitätseinbuße. Weil dann habe ich eine Schere, die aufgeht zugunsten von Nachhaltigkeit. Und dann bin ich an dem Punkt, dass ich sage, dann schenke ich mir das Spiel lieber komplett. Ja. Dann mache ich mehr für die Umwelt. Als ein Spiel zu kaufen, wo mich nachher nur aufregt, weil es wegen Nachhaltigkeitsgründen schlecht produziert werde. Nachhaltigkeit, ja. Kein Plastik oder also hier wirklich gar kein Plastik. Wenig Plastik, sehr gut, gar kein Plastik, noch besser. Lokal produziert, hervorragend. Vielleicht nicht zu große Box, naja, auch gut, wenn darauf geachtet wird. Es sind alles valide und wichtige Punkte. Aber dann zu sagen, naja, dafür machen wir aber die Qualität eher so Kategorie hingerotzt. Ja, vor allem, ich verstehe halt nicht, nur weil man jetzt umweltfreundlich produziert, heißt ja nicht, dass man die Linie nicht treffen kann beim Ausschneiden. Also ich verstehe das gar nicht. Es ist schlecht gestanzt, schlecht geklebt. Das Puzzleteil passt nicht, falsch geklebt, da hat jemand irgendwie geschlafen bei der Produktion. Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Also das ist Katastrophenste. Und dass man in Deutschland besser produzieren kann oder auch gut produzieren kann als in anderen Ländern, zeigt ja DLP Games zum Beispiel. Ja? Ich meine, Evenfall hat auch zusammenklappbare Playerboards gehabt. Da hat sich zwar auch so ein bisschen verschoben, weil der Kleber, na, muss man ein bisschen fester drücken, dann passt das alles. Aber du klappst es selber zusammen. Double Air super. Und es ist auch in Deutschland produziert. Also habe ich auf der Seite gesehen. Ja. Funktioniert doch auch. Was haben die denn hier gemacht? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, also, für mich fühlt es sich so an, als wenn jetzt die Verlage einfach nur darauf achten sollen, ein grünes Thema grün produzieren und dann ist scheißegal, was das Spiel kostet, es ist scheißegal, wie das Spiel produziert ist, das reicht aus, um gut zu sein. So fühlt es sich für uns zumindest ein bisschen an. Ja? Also man muss sagen, es ist ein gutes Spiel, es gibt bessere kooperative Spiele, aber ich bin der Meinung, im Vergleich zu einem Zug um Zug Legacy, wird das ein Spiel sein, wo in 3 Jahren keine Sau mehr drüber redet. Ich glaube auch nicht. Und wenn ich jetzt sage, was ist denn der Kern des Preises, Spiel des Jahres, Kennerspiel des Preis, des Jahres. Was schreibt sich die Jury auf die Fahne? Dann mache ich jetzt mal mit einem Fragezeichen, dann stelle ich jetzt eine ketzerische, sehr reißerische Bild-Zeitungsfrage in den Raum. Die dürft ihr gerne beantworten. Die werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich stelle die Frage in den Raum. Hat die Spiel des Jahres Jury mit den diesjährigen Preisträgern ein Stück weit ihre eigenen Grundsätze und Prinzipien verraten?
Oh, verraten. Oh, okay. Ich sage ja reißerisch formuliert. Weil irgendwie fühlt sich's für mich dieses Jahr nicht gut an. Ja. Und man muss dazu sagen, ihr könnt gerne die Videos der letzten Jahre anschauen. Hm. Ich habe jedes Jahr die Prämierten und die Nominierten in Schutz genommen. Ich habe immer gesehen, worauf der Spiel des Jahres Jury ankam, worum es ging, was der Punkt war, der die Entscheidung gegeben hat. Ich konnte genau diese Punkte fühlen und verstehen. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich sage, um sie mit den Worten von einem deutschen Sänger zu sagen, oh, was soll das? Ja, ist komisch. Ja, es fühlt sich, also ich habe die Preisverleihung gesehen und ich habe mich dabei komisch gefühlt. Ja. Ganz komisch. Ja. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Wenn jetzt jemand das Kennerspiel kaufen will, achtet er wirklich auf dieses Green-Zeichen oder kauft er das einfach, denkt, hey, da steht Kennerspiel drauf, cool, wollen wir ausprobieren, macht das auf und denkt sich, was ist denn das? Gibt das dann zurück? Er sagt, hallo, hier, wieso sieht das so komisch aus? Ich weiß nicht, wie viel Wert man darauf legt. Ich persönlich, okay, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich halt Kickstarter spiele oder halt andere Spiele kenne, nicht nur Kickstarter, auch andere Spiele, die normal aussehen und du guckst dann dieses Material und denkst, hä, was ist denn das? Das ist ein Prototyp? Und dann steht Kennerspiel drauf und dann machst du die Schachtel auf und denkst, hä, muss das so aussehen? Ich sag ja, Optik ist nicht alles, spielt aber mit. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich würde mich verarscht vorkommen, wenn ich das Spiel kaufen würde. Sehe, hey, das ist hat gewonnen. Ja. Geil, guck da rein. Denk, was ist denn das? Passt ja gar nicht. Verrutscht immer. Hä? Solche Sachen würden mir persönlich auffallen. Ob es mich dann irgendwann stört, weiß ich nicht. Aber es hat mich halt 80 Euro gekostet oder mehr. Ja. Vielleicht wird es auch günstiger jetzt durch den Preis. Aber na, das sind dann... Egal. Reiten wir nicht drauf rum, aber... Ich sehe, der Preis ist schon günstiger geworden. Ach so, okay. Schon 75 gewesen, keine 85 mehr. Aber ursprünglich waren es, glaube ich, 85. Ja, okay. Dann 75. Trotzdem teuer. Also, besser schon, aber nicht ganz so schlimm. Ihr merkt, es fühlt sich komisch an. Irgendwie sind wir nicht so ganz zufrieden, was da diesmal passiert ist. Wie gut, dass wir nicht die Zielgruppe sind. Wir können uns immer rausreden mit, wir sind nicht die Zielgruppe des Preises. Ja, ja, bei Kennerspiel spielen wir ja schon gern, aber irgendwie würde ich eher was anderes wählen. Wenn ich jetzt so die Kennerspiele des Jahresgewinner so im Kopf durchgehe, was da so alles dabei war. Spiele ich lieber Village, Azul. Nicht Azul, sag ich Spiele. Village, Seven Wonders oder Istanbul. Istanbul, ja, würde ich zehnmal, also würde ich einfach dem immer vorziehen. Es ist zwar nicht kooperativ, aber ja, Andor, ja. Paleo. Ja, nicht mehr so viel. Aber ja, es... Ja, ihr merkt, wir tun uns schwer. Das war's. ihr wolltet unseren Senf. Ich habe das Gefühl, dass hier ist zu politisch gewesen, diese Wahl. Und zwar politisch, weil Grün und weil Umwelt, also Umweltthema und Umweltberücksichtigung. Und ich befürchte, dass es aufgrund dieser Tatsache, was zwar sehr wichtig ist, so wichtig wie, glaube ich, noch nie, ein vielleicht falsches Zeichen gesetzt wurde. Wie gesagt, für mich fühlt es sich an, wie die Legitimation in Zukunft da nachlässig zu produzieren. Hoffen wir es nicht. Nicht nur nachhaltig, sondern auch nachlässig. Ja, vielleicht. Und ich hoffe, dass es nicht einreißt und wir in Zukunft lauter solche desaströsen Material-Fauxpas haben, weil ich befürchte, dass mit Kickstarter und die Asien-Mafia mit ganz viel Plastik wieder ganz stark befeuern. Man weiß es nicht, ja. Naja, mich interessiert eure Meinung. Ganz, 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 ja, wahrscheinlich kommt da was rein, die auf dem Material rum, das Spiel ist super. Könnt ihr darüber hinwegsehen? Mir fällt es schwer. Ja. Es wird besser, aber es fällt schwer. Also das Spiel ist ganz okay, aber wie gesagt, ich würde es mir nicht kaufen. Aber ja, so ist es nun mal. Schreibt gerne in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Videos anschauen möchtet. Und da. Ja. Wir freuen uns, von euch zu lesen ja. und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.